So, also nächstes Kapitel ist das der Replikasets und Services. Die Frage, die jetzt gerade aufkam, war, wie kommunizieren eigentlich Pods miteinander? Und davor gab es eine Frage, die sich um den Vergleich Docker Swarm beziehungsweise Docker Compose mit der Fähigkeit, dass man einen Container vielfach starten kann und diese Anzahl dieser Container dann elastisch vergrößern oder verkleinern kann. Das geht in Kubernetes auch. Das Konzept dazu heißt, unter anderem, es gibt mehrere Konzepte dazu, aber das wir jetzt als nächstes anschauen, ist das der Replikasets. Das heißt also, wir schauen uns genauer an, wie ein Replikaset dazu benutzt werden kann, um mehrere Replikas, so ist die Terminologie in Kubernetes, man könnte auch Instanzen sagen, aber hier redet man dann von einem Replika. Also wie kann man ausgehend von einer Pod-Beschreibung mehrere Replikas dieses Pods beschreiben? Das ist, was das Replikaset uns anbietet. Wir werden später noch sehen, dass es oberhalb des Replikasets noch Deployments gibt und dass Replikasets und Deployments sich sehr gut dafür eignen, zustandslose oder Anwendungen zu beschreiben, die nur einen leichtgewichtigen Zustand haben. Und wir werden dann danach noch das Stateful Set kennenlernen, das ähnliche Funktionalitäten hat wie eine Mischung aus Replikasets und Deployments, mit ein paar besonderen Eigenschaften, die das Stateful Set vor allem für Anwendungen geeignet macht, die einen schwergewichtigeren Zustand haben, wie zum Beispiel eine Datenbank oder eine Message Queue. Die werden wir uns dann auch noch anschauen und werden uns dann auch die Differenzen, also die Unterschiede zwischen denen anschauen. Also gehen wir jetzt mal zunächst ein wenig auf die Replikasets ein. So, es gibt hier von mir dilettantisch in Go geschrieben eine einfache Go-App. Da ist auch ein bisschen eine Dokumentation dazu da. Es gibt einen Docker-File, also das Ding ist containerisiert. Und diese Anwendung, die ich bin sogar so ein Experte, ich habe sogar das Binary mit eingecheckt. Muss ich noch auf die Git-Ignore-Liste setzen dann. Ihr seht, das ist mit einem Go Web Framework erstellt. Relativ simpel. Das reagiert einfach nur auf eine GET-Anfrage und sendet dann stupid but funny oder slash ping und sendet dann Pong. Slash hello gibt's auch noch, dann gibt's eine JSON-Antwort. Also es ist so ein Hello World Programm, abgeleitet aus dem Hello World Programm da hier aus diesem Framework. Also keine intellektuelle Meisterleistung, sondern das dient hier nur zu Anschauungszwecken. Der Fall ist halt aber irgendwie klar. Also man hat eine Webanwendung beliebiger Komplexität, hier im Grunde ganz einfacher Art, und die möchten wir jetzt gerne in Kubernetes beschreiben. Ein Replikaset hat jetzt hier auch eine Spezifikation. Wir haben uns also hier mal die Datei 20 Replikaset, also RS, YAML, Hello World, die haben wir als Beispiel. So. Diese Datei, das sieht man jetzt schon, hier gibt es eine andere API-Version, nämlich Apps. Das ist so ein Subsystem mit der Version 1. Und da wird definiert ein Replikaset. Also man muss auch sagen, diese Bezeichnung Kind, die ist, soweit ich informiert bin, auch gescoped durch die API-Version. Ne? Also das heißt, es könnte im Grunde mehrere API-Versionen geben, die dasselbe Objekt mit unterschiedlicher Syntax, aber auch mit unterschiedlicher Semantik definieren. Innerhalb von Kubernetes selbst passiert das normalerweise nicht, aber es gibt durchaus
Also insofern, dass zwei Dinge Replikasets machen, die dann aber ganz unterschiedliche Bedeutungen haben. Was aber durchaus gibt, ist, dass es halt ja unterschiedliche Versionen gibt, die dann auch syntaktische Unterschiede haben. Auch hier wieder ein Augenmerk auf die Ähnlichkeit zu den bisherigen Strukturen. Es gibt immer dieses Keimfeld, immer API-Version, immer Metadata. Name gibt es auch meistens. Simple Go Web Replica Set als Label. Simple Go Web hier mit dem Zusatz A. Und um zu zeigen, dass es bei den Labels halt auch noch Möglichkeiten gibt, andere Labels zu vergeben. Tier, Frontend. Replikas, das ist die Anzahl der Pods, die im Replikaset existieren soll. Das ist jetzt hier mal gesetzt auf 1. Ich lasse das jetzt hier mal auf Frontend, auch wenn das Blödsinn ist, weil das halt in dem ganzen Beispiel verwendet wird und ihr wisst ja, was damit gemeint ist. So, jetzt haben wir also das die Beschreibung. Hier ist wieder der Spec-Befehl, der Spec-Abschnitt. Und wie ich gesagt habe, das ist jetzt eine höherwertigere Variante sozusagen eines Pods. Also das Replikaset fernbedient später einen Pod. Das werden wir noch sehen. Und dann wird man auch sehen, dass letztendlich gibt es hier ja Spec-Replikas, dann gibt es hier den Abschnitt Template und dem Abschnitt Template untergeordnet ist die Spezifikation des Pods. Das heißt also, das, was wir kennengelernt haben an Parametern, die man einen Pod beschreibt, steht hier unter dem Abschnitt Template. Und dass bei der Benennung der Pods dann hinterher noch was angehängt werden muss, ist auch irgendwie klar, weil es wird ja mehrere Pods geben und es kann ja nicht zwei Pods im gleichen Namespace geben, die den gleichen Namen haben. Und deswegen benutzt man halt auch Labels, um die Zugehörigkeit der Pods zum Replikaset auszudrücken. Ne? Das werden wir uns auch gleich genauer anschauen. Hier nehmen wir mal noch ein zusätzliches Label, Version 1, Tier Frontend. Das heißt also, das Replikaset ist mit Tier Frontend getaggt, aber auch die Pods. Und man benutzt den Selektor hier auch Frontend. Der Spec selbst, das ist also quasi die Spec des Templates für den Pod. Also das ist quasi die Pod-Spec, was in diesem vorangegangenen Beispiel dieser Teil war. Das ist im Replikaset nicht dieser Teil, weil das ist ja die Spec vom Replikaset selbst, sondern das ist im Pod-Template-Teil das hier. Ihr seht da auch direkt die Ähnlichkeit. Ne? Hier nochmal Name und Image. Ne? Das sind die zwei, Image und Name. Hier in einem Hash ist es ja auch egal, die Reihenfolge spielt ja keine Rolle. Könnt ihr also rumdrehen. Und hier wird zusätzlich mal noch ein Port spezifiziert. Also hier wird gesagt, dass der Pod auch ein Port 8080 öffnet. Gut, ich denke an sich können wir das mal einfach ausprobieren, um das zu erfahren. Und wie immer sagen wir kubectl apply aus einer Datei. Ihr seht auch, wenn ich diese Zahl voranstelle, brauche ich nur 20 einzutippen und kann dann die Autocompletion verwenden. Das ist auch immer bequem. Gibt so ein paar Vorteile dadurch. Hat sich bei mir dann so eingebürgert. Kubectl apply wird ausgeführt. Und dann schauen wir uns jetzt mal mit kubectl getPods an, was passiert. Ich tendiere immer dazu, meine Abkürzungen zu benutzen, weil ich habe dafür halt Abkürzungen als Alias definiert. Aber ich schreibe die in der Aufzeichnung hier jetzt mal lieber auf, weil es natürlich am Anfang sinnvoller ist, die Befehle mal so oft zu wiederholen, auch auszuschreiben, bis man sie auswendig kennt. Und dann kann man sich, glaube ich, auch ein Alias dazu machen, dann weiß man ja, wie der Befehl eigentlich aussehen müsste. Man sieht jetzt hier, dass der Container einen Anhang hat. Das ist ein zufälliger String. Und darüber hinaus kann ich auch sagen, kubectl get replicaset. Und dann kriege ich jetzt ein replicaset. Das heißt also, das replicaset, das hat durchaus den Namen Simple Go Web minus AS, aber der zugehörige Pod, der hat noch einen zufälligen String. Ist ja auch klar.
weil der Pod gehört zu dem Replika-Set, aber es könnte ja auch mehrere geben und die müssen ja voneinander unterschieden werden. Also hat man sich dazu entschieden, da so einen kleinen String anzuhängen. Hier wird auch dann schon klar, desired, das bezieht sich auf die Anzahl der Replikas, ist 1, current, ist also wie viele gibt es aktuell und wie viele sind im Zustand ready, ist auch 1. Das heißt, dieses Replika-Set sieht relativ gesund aus. Wie so ziemlich alle Objekte in Kubernetes können wir auch das Replika-Set beschreiben. Und dann bekommen wir auch hier wiederum eine recht ausführliche Beschreibung des Replika-Sets. Der Name, Simple Overbias, im Namespace Kubernetes Training. Hier der Selektor Tier ist gleich Frontend. Die Labels, die wir vergeben haben, also hier auch wiederum Schlüssel-Wert-Paar. Einer ist vorhanden, einer ist erwünscht, einer ist running, keiner ist waiting, keiner ist succeeded und keiner ist gefailed. Das heißt, hier haben wir eine Webanwendung. Die Webanwendung startet ja, wie wir das eben gesehen haben, an der Kommandozeile mit einem Daemon, der oder zumindest mal bleibt die Anwendung halt laufend und beendet sich nicht. So, Pod Template. Das ist der Abschnitt hier. Da kriegt man nochmal gesagt, was man da in der Spezifikation geschrieben hat. Das sind halt im Grunde genommen hier diese Dinge, die man da eingetragen hat. Der hat die also komplett verstanden. Und der Container, den es jetzt gibt, ja, das ist halt das GoWeb-C wie Container. Ja, das haben wir hier unten ja benannt, das Ding. Das ist basierend auf dem Image. Der hat einen Port 8080 vom Typ TCP. Das auch erzeugt worden. Erfolgreich. Man sieht hier, wer hat den erzeugt? Das ist ein Replica-Set-Controller. Eingangs habe ich ja gesagt, dass die Struktur halt die ist, dass man eine Entität hat, also ein Kind, zum Beispiel ein Pod, ein Namespace und ein, jetzt in dem Fall ein Replica-Set. Und letztendlich hat ein jedes dieser Kinds eine eigene Control-Loop, die in einem sogenannten Controller implementiert werden. Das Replica-Set hat also einen Replica-Set-Controller und kümmert sich um Replica-Set-Objekte. Es gibt in Kubernetes die Möglichkeit, eigene Strukturen, eigene Kinds sozusagen und eigene API-Versionen einzuführen. Das nennt man Custom Resource Definitions. Also ich kann in einer Beschreibung eigene Objekte, zum Beispiel vom Typ Postgres, definieren und kann dann sagen, ja, das basiert auf dem Stateful Set. Es gibt also auch Replikas, es gibt also letztendlich auch ein Template für den Container, aber davon will ich ein paar Werte selber ausfüllen. Und wann immer jemand ein Objekt von dieser Custom Resource erzeugt, muss auch ein Controller her, der dann definiert, was da eigentlich zu tun ist. Also wie die Intention, ein Postgres-Objekt zu haben, ausgedrückt wird in zum Beispiel darunterliegende Kubernetes-Ressourcen, also sogenannte sekundäre Ressourcen. Primäre Ressourcen wäre dann Postgres, sekundäre Ressourcen wäre dann zum Beispiel ein Stateful Set und ein Service. Beim Replika-Set ist die primäre Ressource das Replika-Set selbst und die sekundäre Ressource ist dann eine Anzahl von Pods. Dieses Konzept aus Custom Resource Definition und Controller nennt man auch einen Operator und es gibt dann auch das Operator SDK und da kann man dann solche mit diesem SDK in Go solche eigenen Controller programmieren, die dann Kubernetes neue Tricks beibringen. Und hier ist halt zu berücksichtigen oder zu beachten, dass oder vielleicht sogar zu bestaunen. Kubernetes, wenn man die CRD registriert hat, bietet dann für diese neue Ressource, zum Beispiel Postgres, auch eine API-Endpunkt an und speichert diese Objekte mit der zugehörigen Spezifikation, also diese Felder, die das Objekt dann halt auch unterstützt, im eigenen etcd-Store ab und sorgt dann somit auch einerseits für die Bereitstellung einer API, andererseits für die Persistenz dieser Objekte.
Was es aber nicht tut, ist das Verhalten zu implementieren. Also es wisst ihr nicht, wie Postgres-Instanzen zu erzeugen sind. Das muss man dann mit einem eigenen implementierten Controller Kubernetes beibringen. So, für jetzt genügt es mal zu verstehen, dass das Konzept des Replikasets quasi auf das Konzept der Pods aufbaut und dass Kubernetes einen Replikaset-Controller zur Verfügung stellt, der die Spezifikation eines Replikaset-Objekts letztendlich in die Definition von Pod-Spezifikationen ummünzt. Und der Replikaset-Controller erzeugt dann letztendlich in der API Spezifikationen für Pods, die abgeleitet werden aus diesem Template. Ihr könnt ja auch raten, wie das aussieht. Ja, letztendlich werden darunter dann halt Pod-Definitionen erzeugt. Dazu zum Beispiel jetzt hier, weil wir wollen ja nur ein Replika, eine Pod-Definition mit hinten so einem Zufallsstring. Und das Ganze bildet dann auch eine Chain of Responsibility. Die Chain of Responsibility ist ja ein Design-Pattern. Und so ähnlich ist das hier halt auch gemacht. Das heißt also, für ein Replikaset zu implementieren, gibt es den Replikaset-Controller. Aber der Replikaset-Controller, der muss auch Pods erzeugen. Die erzeugt er aber nicht selbst. Das überlässt er halt dem Pod-Controller, der in Kubernetes ja eingebaut ist. Also ist die Aufgabe vom Replikaset-Controller letztendlich nur Pod-Definitionen auszuspucken und diese dann auch der Kubernetes-API unterzujubeln und ein bisschen Metadaten hinzuzufügen, dass der Replikaset-Controller am Schluss noch weiß, dass der Pod XY irgendwie zu dem Replikaset gehört. Im Statefulset werden wir später sehen, ist das ein bisschen anders gelöst, denn dort ist es so, dass der Statefulset-Controller anders als das Deployment ja vieles mehr selbst implementiert, also auch wiederum Pods direkt verwendet, um mehr Kontrolle darüber zu haben. Wohingegen das Deployment, das wir im nachfolgenden Kapitel anschauen werden, auf das Replikaset aufsetzt und keine Pods direkt erzeugt. Das werden wir aber noch näher kennenlernen. So, jetzt mal nur vorab, solltet ihr eine Aufmerksamkeit darauf gerichtet haben, dass in Kubernetes das Replikaset eine höherwertigere Abstraktion darstellt, sie also erlaubt, eine Gruppe von gleichartigen Pods zu beschreiben und dass der zugehörige Replikaset-Controller letztendlich auch genau das tut. Er nimmt diese Beschreibung fürs Replikaset und übersetzt es in Beschreibungen konkreter Pods. Und dabei fügt er zum Beispiel diesen zufälligen String an. Also, wenn wir uns jetzt die Pods anschauen, gibt es halt jetzt mal einen Pod, der dazugehört. Das haben wir ja schon gesehen. Wir können jetzt auch das uns mal anschauen, wie das aussieht, wenn ich das lösche. Dann wird der zugehörige Pod auch gelöscht. Also der Replikaset-Controller überwacht quasi Änderungen an dem Replikaset-Objekt und wenn das Replikaset-Objekt gelöscht wird, dann wird der Replikaset die Frage beantworten müssen, ja, was ist denn dann zu tun, wenn das Replikaset nicht mehr existieren soll? Ja, dann müssen die Pods gelöscht werden und dann wird er die Pods halt löschen. Die gehen dann durch den Zustand Terminating, bis sie dann irgendwann wirklich komplett abgeräumt sind. Hier sieht man auch wieder, dass er meldet, es ist gelöscht. Ich finde diese Rückmeldung semantisch sehr verwirrend, denn eigentlich ist es überhaupt noch nicht gelöscht. Das Replikaset ist zur Löschung vorgemerkt und kurze Zeit später ist es das vermutlich auch, aber wie man sieht, dauert das bei den Pods doch sehr viel länger, bis die tatsächlich terminiert sind. Und dann hier von gelöscht zu reden, naja, Geschmackssache. So, jetzt sind die Pods tatsächlich beendet. Und wir erzeugen das Replikaset aber auch gleich wieder. Jetzt ist das Replikaset wieder da und wie man sieht, ist auch ein anderer Pod erzeugt worden. Und das sollte einem halt klar werden. Die Idee des Disposable Containers, des Wegwerf-Containers, hier bedeutet, dass wenn man am Replikaset etwas verändert, dass dann gegebenenfalls Pods neu erzeugt werden. Ja gut, wir haben das Replikaset erzeugt, dass dann die Pods gelöscht werden. Das ist auch verständlich. Aber es geht ein bisschen weiter. Und das würden wir uns jetzt nochmal genauer anschauen.
Also, wir haben ja das Replika-Set, das kann man übrigens abkürzen mit RS. Simple Go Web erzeugt, ein Pod soll da sein, dieser Pod ist da. Dieses Watch am Ende führt halt diesen Befehl in einer Schleife aus und alle 5 Sekunden oder 10 Sekunden, wie das auch immer ist, da sollte es hier so ein Update geben oder wie auch immer das da getaktet ist. Was passiert jetzt, ist die Frage, wenn man so einen Container, einen Pod, einfach manuell löscht. Wohl wissend, dass das kein regulärer Pod ist, naja, zumindest mal wissen wir, dass dieser Pod unter der Verwaltung eines Replikasets steht. Den löschen wir jetzt einfach mal und schauen, was passiert. Da ist das Ding noch nicht lange weg und schon taucht ein neuer Pod auf mit einer neuen Bezeichnung. Wer hat eine mögliche Erklärung dafür? Also, wir hatten ja gesagt, dass das Replika-Set regelmäßig diesen Status überprüft von dem Container. Wenn das dann vielleicht sieht, dass der beendet ist, dann wird er einfach nochmal neu erstellt. Ganz genau. Die Informationen sind ja hinterlegt in dem Replika-Set. Ganz genau. Das ist die Idee des deklarativen Ansatzes und hier wird er so langsam sichtbar, was das eigentlich bedeutet. Wir haben nicht an einer Stelle nur einmal gesagt, wir wollen ein Replika-Set mit so viel Containerkopien. Das wäre imperativ. Sondern wir haben dem System mitgeteilt, wir wünschen, dass es immer einen Container gibt im Replika-Set. Und als dann aufgrund einer externen Intervention, also als ich den Pod gelöscht habe, habe ich ja im Grunde nie die Spezifikation des Replika-Sets aktualisiert. Und deswegen gibt es im Grunde einen Versatz. Wenn der Replika-Set-Controller also feststellt, in meinem Replika-Set soll es einen Controller von diesem Typ geben, einen Pod geben von diesem Typ, den gibt es jetzt plötzlich aber nicht mehr, dann stellt er also einen Versatz fest zwischen dem gewünschten Zustand, dem deklarierten Zustand und dem tatsächlichen Zustand. Und dann wird die Control-Loop das tun, was die Control-Loop des Replika-Sets tut und was in ihrer Verantwortung liegt, nämlich einen neuen Pod erstellen, und dafür sorgen, dass die Replika-Set-Deklaration von SimpleGoWebAS auch wieder dem deklarierten Zustand entspricht. Der aktuelle Zustand soll dann wieder entsprechen. Und das ist getan. Und das muss man einfach mal so auf sich wirken lassen. Es ist in dem Moment, habe ich also jetzt einen Pod, der da läuft, von dem ich die Finger weglassen sollte, weil der Lebenszyklus über das Replika-Set verwaltet wird. Wenn ich jetzt also von außen auf so ein Kubernetes-Cluster hinzukomme und ich logge mich da jetzt das erste Mal ein, dann muss ich mir so einen Pod ganz genau anschauen. Ein geschultes Auge würde ja im Grunde direkt erkennen, dass schon über die Namensgebung, über diese Endung, es sehr wahrscheinlich ist, dass es eine höherwertige Entität gibt, unter deren Verwaltung dieser Pod steht. Es wäre also zu vermeiden, dass man durch manuelle Intervention diesen Pod versucht zu löschen. Es würde ja auch nichts bringen, denn der Replika-Set-Controller wird ihn wieder erzeugen. Stattdessen würde man kubectl get Replika-Sets aufrufen und sehen, hier gibt es ein Replika-Set. Wir werden später sehen, dass die noch höhere Abstraktion für Anwendungen zu betreiben, Deployments sind und Replika-Sets nicht das primäre Mittel ist, mit dem man Anwendungen beschreibt. Und dass es dann also auch noch ein Deployment geben könnte, das dieses Replika-Set verwaltet. Das heißt, wenn ich in ein Kubernetes-Cluster reinkommen würde, den ich nicht kenne, mit einer Workload, die ich nicht deployed habe, würde ich, wenn ich Pods sehe, die einen bestimmten Namen haben, immer mal zuerst schauen, von oben nach unten kommen, von der meisten Abstraktion herkommt, also vom Deployment herkommt, gibt's ein Deployment, gibt's ein Replika-Set, gibt's ein Pod. Und nur wenn ich sehen würde, nein, das scheint ein isolierter Pod zu sein, der gehört weder zu einem Replika-Set, noch zu einem Deployment, noch zu einem Stateful-Set oder zu einem Controller, einem Operator sozusagen, einem extern erzeugten Controller, dann würde ich so einen Pod dann versuchen zu löschen. Was wir
jetzt auch noch tun können, ganz kurz, bevor wir in das nächste Kapitel einsteigen, ist, wir können jetzt mal diese Replika-Set-Definition verändern, indem wir zum Beispiel die Anzahl der Replikas auf 3 setzen. So, die Definition dieser Datei haben wir geändert. Und jetzt schauen wir uns an, welche Pods es gibt. Es gibt immer noch einen. Warum gibt es nur einen? Was müssen wir tun? Apply, ganz genau. Wir müssen also die Spezifikation anwenden. Jetzt bekommt auch die Rückmeldung, aha, es ist configured. Na, im Gegensatz zum unchanged, als wir das früher schon mal gemacht haben. Also wenn ich es jetzt nochmal anwende, sagt es unchanged. Configured bedeutet also, es hat sich was getan und wir schauen uns das jetzt mal an und da sind schon die 3 Pods. Der Kollege, der auf Docker Swarm verwiesen hat, sei jetzt hier nochmal erinnert. Hier hat das Replika-Set uns also auch gestattet von einem Container-Template, weil wir wollen ja mehrere gleichartige Container erzeugen. Haben wir jetzt also mit dem Replika-Set ein Werkzeug, mit dem wir mehrere gleichartige Container erzeugen können. Wir setzen das aber mal nochmal auf 1 zurück, weil für jetzt brauchen wir ja auch nur die eine. Applyen das wieder und schauen uns mal an, was die Pods da machen. 2 gehen jetzt also über die Bubbe. So, dass wir nach... Ja? Werden dann automatisch die neuesten nochmal gelöscht oder nach welcher, wie wird ausgesucht, welche dann gelöscht wird? Also die Frage, die sich hier stellt, ist die Frage der Ordinalität. Also gibt es quasi eine Reihenfolge im Replika-Set? Und die Antwort lautet nein. Das Replika-Set hat selbst keine Auffassung, keine innere Auffassung von Ordnung oder von Reihenfolge. Das ist eine Eigenschaft, die nur das Stateful-Set hat. Jetzt kann es natürlich sein, dass durch die Implementierung des Replika-Sets oder Replika-Set-Controllers in irgendeiner Form eine vorhersagbare Reihenfolge bestünde. Aber auf die würde ich keinen Pfifferling setzen, denn die Beschreibung des Replika-Sets erzeugt zum Anwender hin keinen Kontrakt, also es macht keine Aussage darüber, wie die Reihenfolge denn sein wird. Das ist die Aufgabe des Stateful-Sets. Im Stateful-Set ist auch die Benennung anders, da würden diese von 0 an aufsteigend nummeriert und würden immer genau in dieser Reihenfolge erzeugt und umgekehrt auch genau in der umgekehrten Reihenfolge zerstört werden. Das ist auch ganz wichtig, wenn man mit Datenbanken arbeitet, denn bei zum Beispiel einer asynchronen Replikation, nehmen wir mal Postgres oder MySQL, wo ich einen primären Server habe, auf den ich alle Schreibzugriffe lenken muss, ist es ja sehr wichtig, dass ich diesen ersten Server erstens mal auch ansprechen kann. Und es kann auch wichtig sein, dass der zum Beispiel als erstes gestartet werden muss. Und um im verteilten System sowas möglich zu machen, die solche Anfragen oder Anforderungen an Ordinalität haben, gibt es das Stateful Set. Kleine Randbemerkung. Bei Data Services gibt es ja auch noch die Anforderungen der persistenten Datenhaltung. Also muss ich ja auch sicherstellen, dass ein Persistent Volume, das zum Beispiel vom Primary Server kommt, beim Neustart des Stateful Sets oder bei der Aktualisierung des Stateful Sets, wo ja auch die Pods neu erzeugt werden, dass auch genau dieses eine konkrete Persistent Volume des Primaries auch wieder auf diesen einen konkreten Knoten verbunden wird. Und deswegen ist hier nicht nur die Ordinalität, also die Reihenfolge wichtig, sondern auch die Identität eines Knoten. Dass also auch eine Abbildung gibt von einem persistenten Volume an einen ganz bestimmten Knoten in dieser Liste von Pods, die unter dem Stateful Set zur Verantwortung stehen, verwaltet werden. Da kommen wir aber noch hin. Jetzt nur nochmal rekapitulieren. Das Replika-Set ist eine Abstraktion, die oberhalb des Pods angesiedelt ist. Das heißt, das Replika-Set hat einen Replika-Set-Controller. Dem kann ich quasi eine Spezifikation eines Replika-Sets mitgeben. Dazu gehört unter anderem zu sagen, wie viele Replikas möchte ich haben. Daraus werden dann entsprechende Pod-Templates erzeugt und diese Pods werden dann gestartet. Und darüber kann ich auch relativ leicht die horizontale Skalierung eines
Verbunds aus solchen gleichartigen Pots erzeugen. Ich sage immer gleichartig, weil es ja auch logisch ist. Ich mache ja im Grunde hier unten, sage ich ja, wie die Form ist, und hier oben mache ich die Abziehbildchen und kopiere das Ganze. Aber ich kann natürlich nur die Pots vervielfältigen, die hier unten definiert sind. Das heißt, die sind alle gleich. In diesem vorliegenden Beispiel haben wir aber auch eine weitere Aufgabe zu bewältigen, nämlich wir müssen ja irgendwie diese Anwendung, die da deployed ist, da ist ja eine Webanwendung drin, die hat ja einen Port geöffnet, die müssen wir ja auch irgendwie verwenden können. Die Frage also, wie greife ich auf so eine Anwendung zu, die ist ja auch schon gestellt worden. Wir haben ja jetzt so einen Pod, das aktualisieren wir mal kurz, dieser ist übrig geblieben, den beschreiben wir jetzt. Und dann finden wir zum Beispiel raus, dass in der Annotation des Pods auch drin steht Controlled by Replica Set Simple Go Web AS. Das heißt, ich muss noch nicht einmal die Topologie durchsuchen, sondern es steht schon quasi in der Annotation, also in den Metadaten des Objekts steht es auch schon drin, dass es hier einen Owner gibt, also einen Besitzer, einen Kontrollierenden sozusagen. So, jetzt die IP-Adresse, die haben wir jetzt also ermittelt. Jetzt haben wir also eine IP-Adresse, deren Gültigkeit innerhalb des Kubernetes-Clusters gegeben ist. Das heißt, von meinem Computer aus auf dieser IP-Adresse, da kommt nichts zurück, weil das ja eine Cluster-interne IP-Adresse ist. Was wir jetzt aber machen können, ist, wir könnten uns direkt in den Pod verbinden. Ne? Also wir sagen einfach mal kubectl.exec. Und anstatt dass wir jetzt Busybox als Bezeichnung hier nehmen, nehmen wir mal einfach den Namen dieses Pods. So, jetzt gucken wir mal in die Prozessliste. Da müsste eigentlich unsere Anwendung laufen. Da läuft sie auch. Haben wir hier einen Wege drin. Ja, einen Curl werden wir nicht. Ah, Curl haben wir auch. Und jetzt nehmen wir mal einen Curl und sagen einfach mal localhost auf Port 8080 und da haben wir Stupid Pathfinding. Also klar, wir sind jetzt in einem Container drin. In dem Container läuft also die Anwendung und insofern ist ja alles wunderbar. Aber das bringt uns ja nicht wirklich weiter, weil wir wollen ja die Anwendung von wo? Von einem anderen Port aus zum Beispiel starten. Jetzt machen wir das auch mal. Wir starten jetzt mal einfach mit kubectl run. Nochmal so eine Busybox, aber nicht die hier, die Echo ausgibt, sondern die hier, die am Schluss uns eine Shell öffnet. Da Curl haben wir hier nicht, aber die Busybox hat ein Wget. Das soll jetzt mal gut genug sein. Wir wollen ja im Grunde nur eine Ausgabe abfangen und wollen die ja gar nicht weiterverarbeiten. So, also die IP-Adresse haben wir ja auch ermittelt. Mit dem Zusatz minus O wild, ich kann hier also ganz verschiedene Output, ich kann auch sagen, gib mir das mal bitte in JSON. Mit dem O wild kriege ich halt die IP-Adresse direkt und erspare mir das Describe. Und hier habe ich die IP-Adresse von diesem des Pods, in dem der Webserver läuft. Und da sage ich jetzt mal Port 8080. So, ich habe eine Index.html zurückgekriegt, die gucke ich mir jetzt mal an. Und da steht drin, stupid pathfinding. Das heißt also mal, zunächst kann ich über die intern vergebene IP-Adresse auf einen anderen Pod zugreifen. Jetzt mache ich, was ich eben gemacht habe. Ich simuliere einen Fehler des darunterliegenden Kubernetes-Knoten. Also stellt euch einfach vor, ihr habt einen Kubernetes-Cluster und der hat 10 Kubernetes-Knoten. Der Infrastrukturbetreiber muss aber jetzt zum Beispiel auf der physikalischen Maschine, auf dem die virtuelle Maschine läuft, der euren Kubernetes-Knoten repräsentiert, eine Wartungsarbeit ausführen. Zum Beispiel ein Netzteil austauschen, das nicht hotswap-fähig ist, weil das ein billiger Baumarktcomputer ist, was weiß ich. So, in jedem Fall, wenn der Knoten wegfällt, also der Kubernetes-Knoten wegfällt, dann fällt auch euer Pod weg. Diesen Vorfall simuliere ich jetzt einfach dadurch, dass ich diesen Pod wieder lösche. Wir wissen ja, dass dieser Pod dann neu erzeugt wird. Zwar unter anderem Namen, aber er wird neu erzeugt. Es ist auch klar, da läuft der Proxy.
Na gut, da läuft direkt schon ein neuer. So, und jetzt haben wir den Salat. Also, was ist jetzt passiert? Kann mir das jemand erklären? Der Pot wurde quasi gestört, der Knoten war weg, der Pot war weg, das Replikaset hat einen neuen Pot erzeugt, ja, er hat jetzt einen anderen Namen, und wir wollen einfach nur wieder unseren Web-Request ausführen. Plötzlich geht das aber nicht mehr. Weshalb? Weil der neuen Replika eine andere IP zugeordnet wurde. Der bleibt jetzt nicht auf 172.17.09, sondern auf 172.17.010 oder so. Das ist ja gut vorausgesagt. Ganz genau. Das heißt, die IP-Adresse hat sich geändert. Und wenn ich die angepasste IP-Adresse benutze, dann klappt das auch. Aber das zeigt, dass das Problem mit dem Replikaset. Die Pods verändern ihre IP-Adressen, und weil sie das tun, und kann ich in einer Anwendung die IP-Adresse nicht festschreiben, weil die können sich jederzeit verändern. Das heißt, wir brauchen jetzt eine Abstraktion, die uns gestattet, eine stabile Netzwerkidentität herzustellen, um auf eine Anwendung zuzugreifen. Also eine IP-Adresse ist offensichtlich keine stabile Netzwerkidentität. Es ist eine Identität, aber sie ist nicht stabil. Also Identität heißt, ich kann damit den Pod referenzieren, den ich haben möchte. Aber halt eben, wenn der Pod neu gestartet wird, ist ja ein neuer Pod, dann weiß ich nicht mehr, welcher Pod gehört jetzt zum Replikaset. Hier sei auch darauf hingewiesen nochmal, das wird im Tutorial erwähnt. Ich habe es heute schon gesagt, aber der Vollständigkeit halber nochmal erwähnen, will ich es nochmal erwähnen. Damit dieser Pod seinen Port geöffnet hat, musste ich das ja auch in der Definition da oben im Container des Pods deklarieren. Das hätte ich jetzt nicht ein zweites Mal machen können mit einem anderen Container im gleichen Port. Ja, nur mal so, weil die sich ein Loopback-Device teilen. Und ein Loopback-Device, das ist ja, kriegt ja auch eine interne IP-Adresse, die 127.0.0.1. Warte, gut, diesen gibt's jetzt nicht mehr. Wie heißt der neue Apparat? Hier, so heißt er. Wir schauen jetzt mal ganz kurz in diesen Container rein und machen da drin mal ein ifconfig. Und das seht ihr, ifconfig gibt's halt gar nicht. Ja. Naja, benutze ich mal meinen Inspect-Container. Den starte ich jetzt hier in dem Namespace auch mal. Mach darin mal ein ifconfig. Und da seht ihr halt, es gibt einmal das Netzwerk-Device ETH0. Das ist quasi durch die Port-Definition, mappt der diesen Port halt auch über dieses Interface. Es gibt aber hier das Loopback-Device. Das heißt, wenn ich jetzt von einem Container zum nächsten kommunizieren würde, würde ich bevorzugt das Loopback-Device verwenden. Das gibt mir auch eine private Kommunikation, weil niemand von außen kann auf das Loopback-Device zugreifen. Also keiner von außerhalb des Ports kann auf das Loopback-Device zugreifen. Zugriffe nach außen und von außen immer über dieses Interface. Das sind die Befehle, die mein Inspect-Port wieder löschen. So, ist auch ein Alias. Auch kein Hexenwerk. Das heißt, wir wissen jetzt, IP-Adressen, das ist so eine Sache, das hilft uns nicht weiter. Ah, hier noch die Frage, bezeichnet man das als Selbstheilung? Ja, klar, also das Replikaset hat einen deklarierten Zustand. Ein Pod wird gelöscht und der Pod wird automatisch neu erzeugt. Das ist Self-Healing, das ist Selbstheilung. Eine der tollen Eigenschaften des deklarativen Vorgehens. Es gibt noch weitere Eigenschaften dieses Vorgehens, immer wieder Ressourcen neu zu erzeugen, anstatt dass man diese modifiziert. Also betrachtet mal die klassische virtuelle Maschine im direkten Vergleich zu einem Container. Beim Container ist es so, sobald ich diesen Container auch nur anhuste oder den Pod anhuste oder das Replikaset anhuste, im Sinne von ein Attribut verändere, zumindest mal die meisten Attribute, wird darunter vieles neu erzeugt. Das führt ja auch dazu, dass jeder Pod beim Start immer wieder von der grünen Wiese anfängt. Und die grüne Wiese ist das Container-Image. Jetzt könnt ihr ja mal mit Leuten ein kleines Experiment machen, die dem gegenüber skeptisch sind und sagen, du benutzt jetzt mal eine virtuelle Maschine und gern auch sowas wie Chef oder Puppet
Und jetzt bringen wir mal ein Software-System, das relativ komplex ist, durch den Lebenszyklus. Also mach mal hier ein Update, mach mal da ein Update, ich mach mal hier ein kleines Cookbook und da verändere ich es nochmal und so weiter. Und jetzt führe ich das 1000 Mal aus. Also wir haben zum Beispiel Plattformumgebungen, da laufen 3.000-4.000 virtuelle Maschinen drin. 3.000-4.000 virtuelle Maschinen. Es gibt auch welche da, da laufen 10.000 Maschinen drin. Jetzt stellt euch mal vor, ihr wollt jetzt zum Beispiel zu unterschiedlichen Zeitpunkten über einen Zeitraum von einem Jahr 1000 Postgres-Datenbanken erzeugen. 1000 Mal. Und in diesem einen Jahr hat sich verändert die Betriebssystemversion, weil es ein neues Release gab von Debian oder Ubuntu mit neuen Sicherheitsupdates und so weiter. Und immer wenn dann neue Sicherheitsupdates gekommen sind, müssen die Instanzen, die auf dieser Betriebssystem-Image beruhen, aktualisiert werden. Wie kann man das gewährleisten, dass zum Beispiel ein AppGap-Update funktioniert? 1000 Mal in einer Umgebung, die irgendwo beim Kunden läuft, auf die man noch nicht einmal Zugriff hat. Das geht am Anfang noch ganz gut und je länger und je häufiger man das macht, irgendwann ist irgendwo mal ein Befehl nicht ausgeführt worden, weil zum Beispiel gerade die Netzwerkverbindung einen Schluck auf hatte, weil da irgendwo gerade jemand ein Reset am Router gemacht hat oder am Switch oder was weiß ich, der Provider gerade Pipi in den Augen hatte, was auch immer dafür Gründe gibt. Und dann ist dieses Cookbook vielleicht irgendwo stehen geblieben. Und jetzt hat man einen undefinierten Zustand, weil es war niemals bei der Automatisierung vorgesehen, dass man an dieser Stelle stehen bleibt. Und da hat man den Salat. Wenn man kein Konzept hat, wie man die Daten unabhängig von diesem Rest der virtuellen Maschine durch den Lebenszyklus bringt, kann man in die unschöne Situation kommen, dass man die Daten auf der virtuellen Maschine gespeichert hat und jetzt die virtuelle Maschine nicht einfach löschen kann, wenn man dann die Daten mitlöschen würde. Also müsste man jetzt anfangen, ein Backup zu machen und muss das Backup irgendwo hin transferieren. Und wenn diese Datenbank halt groß ist, dann dauert das lange. Und das bedeutet, dass die Time to Repair auch lang ist. Wenn ich hingegen aber ein Konzept habe, das kann man mit virtuellen Maschinen auch machen. Wir machen das bei der Datenbankautomatisierung auch genauso mit virtuellen Maschinen. Dass ich also eine Ephemeral Virtual Machine habe oder ein Ephemeral Container oder Pod. Das heißt also, dass der Wegwerf ist ein Wegwerf-Pod oder VM ist und die Daten in einer persistenten Disk auf einem Remote Storage liegen, also quasi eine Remote-Festplatte, da kann ich die VM oder den Pod wegwerfen und kann sie mit so einem deklarativen Ansatz, diese Technologie existiert in ähnlicher Weise auch für VMs, wir benutzen Kubernetes hier für Pods, für VMs benutzen wir intern eine Technologie, die heißt Bosch, B-O-S-H. Und damit kann ich im Grunde beschreiben, wie ich von der Pike an eine virtuelle Maschine auf der Basis eines Basis-Images, VM-Image, Container-Image, erzeuge und dann wieder meine Befehle drauf aufbauen kann. Bei diesem Betriebssystem-Image würde ich also einerseits ein neues Container-Image liefern oder hier ein neues VM-Image. Und die neue Version der Automatisierung, die ich natürlich auch bei den Kunden in die Umgebung bringen muss, wäre dann schon darauf getestet. Das heißt, hier mache ich kein apt-get-install blind und guck dann, was passiert, wenn ich es ausgeführt habe, sondern ich habe das bei mir zu Hause schon gemacht und bringe dann dieses neue Stack aus neuem Container-Image und meiner Automatisierung, die on the top läuft, die bringe ich zum Kunden und führe sie dort nochmal neu aus. Und das funktioniert mit einer viel besseren Vorhersagbarkeit und mit einer viel besseren Wiederholbarkeit als nicht-deklarative Ansätze. In einer Umgebung, die also so groß wird, würde ich persönlich niemandem ein Betriebsmodell vorschlagen, das etwas anderes benutzt als ein deklaratives Modell. Sei das jetzt Kubernetes oder wie auch immer, was da noch in der Containerwelt so rumschwirrt, oder sei das jetzt sowas wie BOSH. So etwas gehört dahin.